Oh nein. Alter Schwede. Was? Oh fuck. Oh fuck, nein. Fuck, fuck, fuck. Fuck. Ja, scheiße, oh, ne? Nein. Fuck, das kann echt nicht sein. Ja, sollte ich das? Ich habe keine Wahl. Bester. Oh, fuck. Fuck, fuck, fuck. Fuck. Vorsichtig, nein, vorsichtig. Fuß raus! Hau ab! Ganz brav. Ist okay. Schon gut. Was war das denn? Oh Gott, der ist ja auch noch hier. Das ist ein anderer. Nee, ist derselbe. Ajo, wenn wir uns nicht bewegen... Ja, Leute, wir sind Tom Cruise. Ach du Scheiße. Verdammt. Okay. Komm schon, du Arschgesicht. Wo steckst du? Was? Hä? Scheiß Fernseher wieder ein. Was zum? Jetzt, hä? Was zum? Was? Oh oh, oh oh, oh oh. Wann hört diese Scheiße auf? Einer nach dem anderen. An mir ist genug für alle dran. Warum schießt sich die überhaupt ab? Das ist doch Munitionsverschwendung eigentlich. Verdammt. Wir sind doch hinter Gittern. Falls der die Munition wirklich runterzählen sollte. Fuck off.
Alter, das geht so schnell. Geschafft. Fuck yeah. Oh shit. Oh shit. Na komm. Nicht gut. Ja. Oh, wie schnell die sind, Junge. Das war der Wendigo-Geist. Weil der so wendig ist. Oh shit, der hat ja also... Mike. Der hat anscheinend doch mehr Munition eingepackt, als ich dachte. Wo ist Wolfi? Hey, Kumpel. Hey, komm runter. Wolfi. Ist gut. Oh, nein. Nein. Was zum Teufel? Nein. Ich hasse es. Warum der süße Wolfi? Oh, hi Cyrus. Alter, du kannst nicht blinzeln, ne, wenn diese Action-Szenen sind. Alles klar, Melo, ich weiß Bescheid. Dir schon mal eine gute Nacht. Mir geht's gut, Bro, danke dir. Danke, danke. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Hast du den Wolf sterben lassen? Ja,
Das Spiel ist ja auch wirklich erbarmungslos, ne? Also ich hätte anscheinend die Tür verbarrikadieren müssen. Ich dachte mir aber in dem Moment, wenn ich die verbarrikadiere, dann kommen die vielleicht durch und killen mich. Ja, was soll ich machen? Armes Wolfi, ich weiß. I'm sorry. Das ist der schlimmste Tod bis jetzt. Fuck. Waren wir nicht noch zu zweit gerade? Aha! Totem! Oh no. Josh wird zu einem Wendigo? Super geht's mir. Was ist das? Ah, Bierchen. Lecker, lecker. Lass es dir schmecken. Shit. Mike hat sie hinter sich verschlossen. Kacke. Es muss noch einen anderen Weg geben. Girls Power. Halt. Hey. Was ist hiermit? Also, sollen wir es versuchen? So viele andere Möglichkeiten gibt's wohl nicht. Schickt einfach die Emily vor. Okay. Gott. Okay, das ist in etwa der letzte Ort, an dem ich jetzt sein möchte. Und wer geht zuerst? Emily. That booty, though. Ernsthaft? Okay. Gar nicht schlecht. Meinst du, das ist der Tunnel zum Sanatorium? Ja, wo soll er denn sonst hingehen? Lass es dir schmecken, Bro. Hey, hey, wir sollten das schließen, oder? Hä? Ich meine, was, wenn uns was folgt? Ja, klar, mach zu. Aber wir müssen jetzt weiter. Kannst du dich beeilen, bitte? Ja. Ach, wie süß. Ja. So, Abmarsch jetzt. Mädels, wo seid ihr? Shit. Hallo? Wer ist da? Ist da jemand? Jessica! Bist du das? Nee. Was machen wir, Leute? Ach, ihr kriegt das sowieso erst in einer Minute mit. Wenn die nicht Jessica gesagt hätte, ne, hätte ich drauf geschissen. Aber I need to investigate. Das ist völlig verrückt. Vielleicht können wir ihr irgendwie so einen Plastikkiefer Jessica dran machen oder so. Kann die sich wieder resozialisieren. Oh! Jessica, bist du das? Hey! Okay, ich glaube, Ashley ist tot. Was ist?
Das kann gar nicht Jessie sein. Die kann doch gar nicht reden. Die kann auch nur Geräusche von sich geben, Männer. Oh Gott. Oder? Nein, nein, nein. Nein. Wait, what? Oh Gott. Wisst ihr, was mir jetzt gerade einfällt? In diesem scheiß Buch von diesem Flammenwerfer Joe stand geschrieben, dass die Menschen imitieren können. Da hätte ich drüber nachdenken sollen vorher. Das war ein Main Jump. Das war mal ein Jumpscare. Hi, Errol. Fuck! Die können die Menschen imitieren. Also, anscheinend die Stimme. Sorry Leute, Ash ist tot. Aber ganz ehrlich, Ash, okay. Ist verkraftbar. Wow, toll. Oh shit. Shit, Sackgasse. Ja, Johann feiert sich. Ich glaube, ich kann das. Ist wie eine Felswand. Also ich bezweifle echt, dass am Ende noch irgendjemand lebt. Geh zurück zur Lodge. Sollten wir nicht zusammenbleiben? Sam. Tut mir leid. Sorry, ich muss schnell zu Mike. Mit dir oder ohne dich. Die will doch nur ihren Gott präsentieren. Okay? Die will doch nur sagen, guck mal hier. Springen oder klettern? Da wir Zeit haben, ne? Würde ich sagen, klettern. Ganz easy. Zum Vorsprung springen, drumherum klettern. Na komm, wir springen mal. Na los. Nochmal springen, okay. Oh oh. Tja. Geschafft. Ich habe es voll drauf. True. Gut, dass du deine Bergsteiger-slash-Taucherausrüstung mit eingepackt hast. Moment, jetzt mal springen, nee. Was geht hier? Huh. Alles klar. Okay, cool. Dann ist da noch eine Treppe. Sprengt denn da noch? Oh Gott. Sorry Leute, ich bin ein bisschen abgelenkt. You know what I'm saying? Was sagt ein Chat? Hast hier unendlich Charaktere, sagst du? Nur seit einer Stunde Richtung Bett. Musst du morgen wieder ganz früh raus, Johann?
So wirklich wieder so 3 Uhr mäßig, 4 Uhr mäßig. Zum Beispiel? Ja, lebendig ist gut. Um 6 Uhr, okay. Es geht doch so gerade eben. Ich wollte dich warnen vor den Bendigos. Nicht mehr nötig. Ja. Suchen wir einen Weg ins Versteck des Bastards. Du hast den... Was? Du hast den was? Du hast den Falschen reingelassen. Ach so, das sind so ganz spezifische Trophies, ja? Naja, scheiß auf die Trophies. Recap! Jessica! Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh, er muss ihn haben. Er ist weg. Wir sind zu spät. Still. Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Halt! Großer Gott, was ist das? Ja! Oh Gott! Ja! Ich hole mir den Schlüssel direkt aus der Höhle dieser Bestie und dann schaffe ich uns alle hier wieder raus. Hey! Oh. Suchen wir einen Weg ins Versteck des Bastards. Okay. Ich glaube mehrere Male, ne? Oh, du siehst nicht gut aus, Bro. Ich frage mich, wie sehr dir diese Sitzungen jetzt überhaupt noch helfen. Du hörst einfach nicht auf mich und bist jetzt ziemlich am Arsch. Ich werde jetzt weggehen, Josh. Wird Zeit zu lernen, dass es mehr zu fürchten gibt, als die Ausgeburten der verdrehten Einbildung eines selbstsüchtigen, verwöhnten kleinen Balks! So viele Menschen haben dich gern gehabt. Sie wollten dir helfen! Aber jedes Mal hast du sie wieder weggestoßen. Und jetzt bist du ganz alleine. Aber so wie es scheint, wirst du nicht lange alleine sein. Nein, du bleibst nicht lange allein. Tief atmen, George. Tief atmen. Bruder Jakob? Hörst du nicht die Glocken? Nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Haut ab! Oh, lasst mich in Frieden! Nein, ihr seid tot! Tut mir leid. Ihr seid tot! Seid still! Oh nein! Ihr seid tot! Es ist noch nicht fertig. Nein. Oh, sie werden begeistert sein. Sie werden es lieben, wenn es fertig ist. Ich lasse mir nichts von euch befehlen. Ihr könnt mir nichts mehr befehlen. Ihr könnt mir nichts befehlen, jetzt nicht mehr. Die Zeit für George ist abgelaufen. Okay. Ich vertraue euch. Ich spiele jetzt Josh? Krass. Damit habe ich nicht mehr gerechnet.
Du bist nicht real. Wir waren allein da unten. Nein, nein. Nein, 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 nicht nochmal. Ganz allein. Jetzt bist du bei uns. Familie. Geht weg! Geht weg von mir! Geht weg! Warum hast du uns nicht gerettet? Wolltest du unseren Tod? Ich wollte nicht, dass ihr sterbt. Ich schwör's. Ihr seid einfach wie irre weggerannt. Ernsthaft? Ja. Und mir ist was Schräges aufgefallen. Was? Der Wendigo hat eine Narbe. Ja. Ich kenne diese Narbe. Wovon redest du da? Ich habe alte Fotos vom Kerl mit dieser Narbe gesehen und er verwandelte sich in einen Wendigo. Wirklich? Einer der Bergarbeiter, die in den 50ern verschüttet wurden. Das heißt, das Ding ist 80 Jahre alt. Mindestens. Grüß dich für dieses Alter. Sie haben aufgeräumt. Viele Leute starben. Sie? Du meinst, es gibt mehrere? Oh ja. Wie viele? Zu viele. Wir sind fast da. Also, wie kommst du darauf? Der Mike, der hat ja locker schon so 4-5 Wendigos weggeballert, oder? Ist Sam auch gerade ein? Bleiben noch 38. Gut. Ich gehe rein. Moment mal, ich wollte mal erstmal. Mein Gott. Komm rein, ist okay. Ganz sicher? Ich wollte doch noch gar nicht ins Wasser, mein Gott. Berühmte letzte Worte. Scheiße. Ich spüre meine Finger nicht. Warte mal, ich dachte, tiefer wird's nicht mehr. Hab ich nicht gesagt. Warte. Also das, will keine Haie oder sowas rumschwimmen. Haie? Toll. Danke. Mädchen, wo soll hier ein Hai rumschwimmen? Oh, es wird noch tiefer. Ja. Okay. Hey, es steigt wieder an. Wir schaffen es. Oh mein Gott, das hoffe ich. Oh. Komm schon. Komm schon. Wir haben es geschafft. Danger. Okay, da geht's nicht lang. Achso, ich steuere die Sam. Ich dachte, ich steuere jetzt den Josh. Nee, den Mike. Scheiße. Oh, das ist der Kopf von Chris. Oh, Jess. Tino soll er. Siehst du das? Ja.
Das ist Jess. Jess erkenne ich sofort. Oh mein Gott. Oh, nein! Mir wird schlecht. Das ist Ash, ne? Ich hab was gesehen. Und Jumpscare. Nein. Oh, ne. Oh. Ich nehme keine Befehle mehr an. Der Arme. Ihr könnt mir nichts mehr befehlen. Oh, okay. Okay. Ich vertraue euch. Oh. Er ist high oder sowas. Josh! Mike? Josh! Hey, Mann! Nicht, schlag mich nicht, bitte. Du warst total weg, Mann. Völlig weggetreten. Wir dachten, du bleibst auf dem Trip. Los, verschwinden wir jetzt von hier. Okay. Josh, hast du den Schlüssel für die Seilbahn? Ja. Hier. Oh, gut. Bitte nicht spoilern. Seht ihr das da vorne? Das ist ein direkter Weg raus. Kommt. Josh schafft's auf keinen Fall da hoch. Okay, hilf du mir rauf, dann gehe ich zu den anderen und sag Bescheid. Ja, gut. Du bringst Josh wieder zurück und wir treffen uns in der Lodge. Pass gut auf. Ja, du auch. Josh. Gehen wir, durchgeknallter Mistkerl. Ja, sorry wegen vorhin, Mann. Das war wegen Jess. Mein Fehler. Hatte ich den schon? Nee. Oh no, das war Sam. Oh no. Oh, wir haben noch so viel vom Video nicht aufgedeckt, ne? Besiegen. Etwas später sind die Bergleute gekommen, um den Berg abzubauen. Bis ein Einsturz sie einstürzten und wurden wahnsinnig. Mörder. Und mit Feuerquellen. Und vielen Jagden. Bis zu dieser Nacht, vor einem Jahr. Da hatte ich ihn endlich im Visier. Aber wir waren nicht alleine in den Wäldern. Ich habe sie gerecht. Okay. Ja, aber ist richtig fertig mit den Nerven. Der läuft so richtig demütig. Nein. Okay, beruhig dich, Bro. Beruhig dich. Okay. Ich wollte nicht, dass ihr sterbt. Oh ne, da ist der Wendigo drin. Oh, fuck! Nein!
bist nicht real! Doch, Bro. Bist du nicht! Doch. Das war fucking Hannah. Das war fucking Hannah. Alter, die hat dem den Kopf zerquetscht. Wir klettern mal. Das kann die ja ganz gut. Oh, oh, das war knapp. Drumherum klettern ist ja gar nicht viel langsamer als direkt zu springen. Da kann ich nur direkt springen das nächste Mal. Komm schon. Emily lebt noch, ja. Oder? Ey, wo ist Emily? Aber die lebt noch. Nein. Who gives? Emily lebt, tot. Egal. Kann ich hier lang? Gott. Oh, die Musik ist richtig Sci-Fi. Immer diese Tattoos. Okay. Also wenn du dir das ganze Gekreische an... Okay. Was wollte ich jetzt sagen? Oh shit. Schlimmer, wenn wir hier bleiben. Komm schon. Zu Hause ist doch, dürfte doch gar keiner mehr sein, oder? Okay. Oh. Mike, was ist mit Josh? Oh. Er
Nicht gut. Aber ehrlich. Was sollen wir jetzt tun? Sehen wir im Keller nach. Vielleicht ist da noch jemand. Boah, alter Schwede, ey. Einer nach dem anderen, ey. Aber Mike und Sam sind ganz cute zusammen. Gönn ich denen. Wenn die alle hier geopfert werden müssen, damit die beiden zusammenkommen, sei es drum. Wie hoch ist die Chance, dass wir überleben? Hm? Daran will ich gar nicht denken. Los, wir müssen weg! Hör auf! Wie bei Predator hier. Ja, wenn du vibrierst, mein Gott, dann bewege ich mich. Kack-Controller. Alter, die sind so schnell, ne? Das sieht echt richtig krass aus. Haben die echt gut hingekriegt. Oh. Oh. Ich frag mich, was der vorhat. Alter, was geht hier ab? Habe ich jetzt Mike gekillt? Alle tot. Hey. Jetzt kommt der Heli. Klar. Emily hat überlebt. Habe Bestätigung für zwei Überlebende. Gut, wir gehen runter. Sofort Inferno. Streut jetzt nochmal Salz in die Wunden. Aber warum in dieser Reihenfolge?
Emily hat überlebt, Leute. Cyrus, gute Nacht. Träum was Gutes. Mein liebster und mein meistgehasster Charakter haben überlebt. Er hielt sie mir direkt vors Gesicht. Hierhin, direkt vor meine Nase und er hätte schießen können. Er hat mich fast erschossen, der Penner. Ich meine, da geht man ewig lange mit einem Kerl aus und glaubt, man kennt ihn, aber Mann, der schießt echt den Vogel ab. Ja, wenn du der Vogel bist, dann ja. Nachdem seine Schwestern verschwunden waren, haben wir oft geredet. Er sagte, ich wäre die Einzige, die ihn versteht. Ich dachte, wir ständen uns nah. Wenn Sie mit jemandem reden wollen. Danke, nein. Manchmal nach einem traumatischen Erlebnis. Ich sagte doch nein. Wegen Matt, haben Sie ihn gefunden? Nein, noch nicht. Ja, suchen Sie nicht zu sehr. Sie klingen nicht gerade besorgt. Der Arsch wollte mich killen. Er sagt, er wäre mein Freund, aber dann hat er mich quasi umgebracht. Wären Sie da besorgt? Alter, was? Ich war schuld an Mikes Tod. Kann ich die nachträglich killen, die Emily? Aber das habe ich. Gibt es einen zweiten Teil, wo ich vielleicht mit Sam auf Rachefahrt gehe? Bei Emily zu Hause einbreche und dann... Es ist mir egal, ob sie mir glauben oder nicht. Ganz egal, denn das werden sie. Vorher noch den hier. Geht sowas? Gibt's sowas? Alter, ich hab's echt geschafft, dass alle sterben, außer fucking Emily. Ich habe mal eine Frage an Gameslover. Mal angenommen, ich starte einen zweiten Run, ja, und am Ende überleben, sag ich mal. Kann ich das überspringen? Ich denke schon, oder? Ja, die Credits hier. Da kommt nicht irgendwie noch irgendwas, oder? Games Lover? Ja, danke, Blaumeise. Oh, und Ray Six. Ich meinte, ob da noch irgendwie... Kommt nichts mehr, okay. So, nochmal jetzt an Games Lover. Wenn ich die Story jetzt nochmal spielen sollte und am Ende überleben ganz andere Personen, ja, oder mehrere Personen, whatever, ändert sich dann das Ende tatsächlich auch oder ist das wieder nur so eine, wo so ein Ende, wo alle interviewt werden und jeder hat gibt seinen Senf ab und das war's? Oder ändert sich das gesamte Ende wirklich so irgendwie auf eine Art und Weise? Endlich, endlich, endlich. Ich hoffe, demnächst gibt es ein Märchen-Jack. Ja, Mafia. Ist genauso. Okay. Das heißt, ich kann im Endeffekt nur beeinflussen, wer überlebt und wer nicht, ja? Das Ende ist quasi mehr oder weniger dasselbe. Okay, okay.